So, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Ja, ich erkenne es auch kaum wieder. Das hier, meine lieben Leute, ist der Pre-Patch. Der super duper Pre-Patch. Mal, sieht er mir den Rahmen angezeigt? Nee. Wir sind Level 30. Von Level 80 auf Level 30 zurückgesetzt. Gut. Es wird uns jetzt nicht sonderlich beeinträchtigen, weil sich im Endeffekt für uns einfach gar nichts ändert, ne? Die Quests sind hier immer noch ganz normal. Mal ganz kurz gucken. Ja. Nichts Neues. Hier Schattenlande ist halt mit Shadowlands. Das ist dann halt das Neue. Aber das interessiert uns jetzt hier noch nicht. Ja, wir müssen jetzt erstmal die Talente umskillen. Beziehungsweise nicht umskillen, sondern wieder neu skillen. Und zwar haben wir jetzt natürlich... Fehlen uns jetzt einige Talente hier, ne? Verwüster. Ersetzt Verwüsten. Nehme ich das. Kriegsmaschinerie wäre mit Sicherheit auch nicht schlecht gewesen. Schockwelle. Nee. Ich nehme Doppelheld besser, oder? Ja. Und Rache. Der Rest ist gleich geblieben, ne? Ja. Kurz mal schauen. Ja, der Avatar fehlt, ne? Gut. Den haben wir jetzt nicht mehr. Ansonsten haben wir hier hinrichten. Kann ich mal in die 5 reintun. Ja. Hm. Gut. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Gegenstandsstufe 35. Läuft. Ja, gut. Müssen wir uns dran gewöhnen. Illidans Nachricht überbracht. Wir haben doch hier ein Kostüm jetzt im Inventory, oder nicht? Ja, wie funktioniert das? Nehmt diese Verkleidung. Ich habe die Verkleidung nicht mehr. Muss ich mir eben nochmal einsammeln. Ich sehe keine Verkleidung. Ja, die hält nämlich nur 2 Stunden. Deswegen war die weg. Ich hoffe, dass wir noch ansatzweise Schaden machen, ne? Keine Ahnung. Und wem gebe ich jetzt? Das ist der Großkommandant Rusk. Ja, wo ist der Großkommandant? Da ist er. Unsere Feinde werden fallen. Ich lese das jetzt alles nicht vor, oder? Ja, doch.
Dann interessiert es mich doch soweit. Gut. Wer wagt es, den Großkommandanten zu stören? Ich bringe Befehl von Fürst Illidan. Ich höre. Das Fragment der Litanei muss an einen anderen Ort gebracht werden. Lasst es zu Suluit bringen. Aha, ihr habt natürlich Papiere, mit denen ihr das beweisen könnt. Vielleicht habt ihr nicht richtig verstanden, Rusk. Ich bringe euch einen Befehl von Illidan persönlich. Hört zu, Sklave. Wir haben einen Prozess für die Weitergabe und den Schutz der Litanei. Der Bote überbringt den Schriftwechsel, der von Fürst Illidan versiegelt ist. Kein Brief, keine Weitergabe. Also gut, dann werde ich zum Schwarzen Tempel zurückkehren und Fürst Illidan von eurer Weigerung in Kenntnis setzen. Ich empfehle euch, eure Untergebenen schon einmal zu informieren, dass ihr diese Welt sehr bald verlassen werdet. Rusk schluckt schwer. Was meint ihr? Muss ich denn in die hässlichen Details gehen? Ich glaube, dass wir beide sehr genau wissen, was mit denen geschieht, die sich Fürst Illidans Befehlen widersetzen. Nun, ich mache mich mal auf den Weg. Auf Wiedersehen, Rusk. Ich meine, auf Nimmerwiedersehen. Wartet, wo wollt ihr hin? Ihr wolltet, dass ich das Wort weitergebe, richtig? Dann lasst es uns einfach hinter uns bringen, ja? Suhult in der Festung des Drachenmals? So sei es. Bitte berichtet Fürst Illidan, dass seine Befehle mit der vollen Kooperation der Mondfinsternis ausgeführt werden. Ich werde Ruhl, den Verfinsterer, höchstpersönlich damit beauftragen, das Fragment zu überbringen. Ganz genau, Ruhl. Ah, schön, dass ihr zur Vernunft gekommen seid, Rusk. Vielen Dank und gehabt euch wohl. Für den Sonnenbrunnen. Dahinter ist eine Mine. Oh, das gefällt mir nicht. Das ist eine Passive. Das gefällt mir nicht. Das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Stimmt. Das ist richtig scheiße. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Kann ich das nicht irgendwie verschieben? Was ist denn das jetzt? Achso. Das macht es einfach nur größer. Ah, guck mal, das ist doch totaler Crap hier. Das konnte man doch mal verschieben. Meine Güte, egal. Dann nehmen wir die Quest so an. Suhult wird diesen Teil der Litanei niemals bekommen. Ihr werdet Ruhl dem Verfinsterer und seinem Transport gut auflauern, bevor er eine Chance hat, es abzuliefern. Die Festung des Drachenmals liegt direkt östlich von hier, jenseits der Netherschwingenfeder. Ihr findet Ruhl irgendwo zwischen der Feste des Drachenmals und dem Sanktum der Sterne. Schlagt schnell und hart zu und seid vorsichtig, Pana. Ruhl scheint, ja, geil. Kann ich leider jetzt gerade nicht annehmen. Ah, muss ich mal eben kurz ausloggen. Und das deaktivieren, das Addon. Das muss ich deaktivieren. Wie hieß das denn nochmal?
Ist wahrscheinlich etwas mit Q. Nee. Handy Notes ist das auch nicht. Mapster Porn. Fred. Rare Share ist auch nicht. Recount. Sexy Map. Silver Dragon. Storyline ist es. So. Mist, der Don, ey. Das mag ich nicht. Ich sag euch, wie es ist, Kinder. Es fühlt sich falsch an, dass wir jetzt nur noch Level 30 sind. Ich hab's auch von Anfang an gesagt. Ich sehe das Ganze skeptisch mit diesem Level-Reset auf Level 60. Sehr, sehr skeptisch. Ist jetzt der Kerl? Ihr findet Ruhe irgendwo zwischen der Feste des Drachenmals und dem Sanktum der Sterne. Keine Ahnung, wie der aussehen soll. Der fliegt ja nicht, ne? Jemand, der ist auf dem Boden. Ne, da. Da ist er. Richtig scheiße, so. Ohne verwüsten. Und wo ist jetzt Ruhl? Ja. Das ist er. Ich bin außer Reich. Ich kann mich auch gerade gar nicht heilen. Richtig scheiße, Leute. Habe vergessen. Den Sprung habe ich auch nicht mehr. Oh, ist das kacke. Ich weiß gar nicht, was das für ein Sprung war.
Wo haben wir den denn her gehabt? Bis jetzt sind die Änderungen als Tank kacke. Ja, das ist er. Bevorstehender Sieg. Mit Stufe 40 freigeschaltet. Tja. Ich befürchte, ich muss meinen ja gut, es ist bis 25 bis 30. Über geht's nicht. Erstmal eben hier, ist ein Gasthaus oder nicht, ja. Das müsste doch hier funktionieren, oder? Ja. Okay. Aber das bedeutet, dass unsere gesamte Tank-Spec und die Idee vom Cleave hier obsolet ist. Weil wir halt nicht mehr bevorstehender Sieg haben. Und das heißt, im Cleave können wir uns nicht mehr heilen. Damit macht der Tankspec keinen Sinn mehr. RIP. Gut. Da kann ich jetzt auch mal wieder auf Furos backen. Frischfleisch. Gut, darum kümmern wir uns im nächsten Part. Die Skillpunkte schauen wir uns im nächsten Part an. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Wir hören uns übermorgen wieder. Dann geht's weiter mit WoW Retail-Version und diesem Riesenhaufen von Überraschungen hier. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.